Es gibt immer wieder Filme, auf die freut man sich extrem oder hat zumindest die Hoffnung, einen unterhaltsamen Film zu Gesicht zu bekommen und wird bitterböse enttäuscht. Meine 10 größten Enttäuschungen des Jahres 2017 gibt's für euch hier. Direkt vorweg, Enttäuschung heißt jetzt gar nicht erstmal, dass der Film zwingend total schlecht war, sondern dass man eben eine andere Erwartungshaltung hatte und eben jetzt nicht wirklich überzeugt aus dem Kino gegangen ist. So ungefähr genauso dazwischen liegt für mich meine erste Enttäuschung des Jahres, nämlich Valerian, ein Film von Luc Besson, den ich gerade auch für das fünfte Element, aber auch andere Filme sehr schätze und habe halt gehofft, so ja, das könnte doch in eine ziemlich verrückte, bunte Richtung gehen, hat es aber leider nicht geschafft für mich, die visuellen Effekte irgendwie meistens zu steril, die komplette Welt einfach zu überfrachtet und zwei Hauptdarsteller, die ihre Aufgabe, also zumindest Dane DeHaan, irgendwie ordentlich machen, aber überhaupt nicht irgendwie so zum Typ des Charakters passen, also irgendwie total daneben gecastet. War für mich ein Film, bei dem ich sehr, sehr oft die Hände über den Kopf geschlagen habe, eben weil einige Sachen gar nicht funktionieren, aber weil ich mir vor allen Dingen einfach was ganz anderes darunter vorgestellt habe. Als die Ankündigung kam, dass die Mumie so in diesem Dark Universe von Universal ein Reboot bekommt und eben in eine andere Richtung geht als die Brendan Fraser Filme aus den 90ern, dachte ich erst einmal so, ja, das könnte was werden. Tom Cruise dabei, ja, wer weiß, das könnte in eine coole Richtung gehen, eben so ein Mix aus düsterem Thriller, gleichzeitig aber auch Action-Abenteuer und tollen Effekten. Und leider hat sich das überhaupt nicht erwiesen, ist tatsächlich für mich eher einer der schwächsten Filme, hat es bei mir gerade so nicht in die Flops geschafft, also wirklich ganz, ganz knapp. Aber war eben wirklich sehr enttäuscht und dachte mir eben so, ey, guckt da keiner mal drauf, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, für mich eben einer der großen Enttäuschungen. Dagegen ein Film, der insgesamt natürlich total unterhaltsam war, aber gerade im Vergleich zum Lego-Movie total abgeschmiert ist, insbesondere in der zweiten Hälfte. Lego Batman Movie. Einmal hat man sich Synchronstimmen gesucht, die zwar sehr berühmt waren, aber es für mich überhaupt nicht rübergebracht haben. Und irgendwie war es dann doch immer das Gleiche. Insgesamt eher eine Superhelden-Parodie als ein richtiger Lego-Film. Ja, ich habe viel gelacht und in der ersten halben Stunde dachte ich auch so, wow, wenn man das Tempo halten kann, dann wird es richtig gut. Konnte man aber nicht. So war es irgendwie eine Mischpoke aus vielen Sachen, die mir am Ende aber jetzt nicht so gefallen haben. Ich war insgesamt eher enttäuscht. Ebenso ein Film, der ziemlich gut angekommen ist, der auch gut geschauspielert ist, aber bei dem ich jetzt eben nicht irgendwelche Begeisterungsstürme in mir spürte, und das war bei Mord im Orient Express. Klar, die Ausstattung ist wirklich wunderbar, aber für mich ist einfach hier Kenneth Branagh zwar als Hauptfigur irgendwie ganz amüsant, aber er drückt sich zu weit in den Vordergrund, die Dialoge sind irgendwie zu lahm geworden. So kommt hier eben nicht mehr das Mitratespiel selber in mir irgendwie hoch, dass ich sage so, boah, alles im Retro-Style, sondern eher die Langeweile. Und das ist vor allen Dingen bitter, weil ich diesen Film auch noch bei der Weltpremiere in der Royal Albert Hall erleben durfte. Das war ein ganz toller Abend, bei dem man eben auch merkt, so, okay, es ist jetzt nicht immer schlimm, wenn der Film nur so Mittelklasse ist, aber insgesamt habe ich mir bei Mord im Orient Express wirklich um einiges mehr erhofft. Ein Film, der bei meinen Flops sogar dabei ist und für mich eben wirklich ein Graus. Man könnte jetzt auch sagen, so, ey, die Trailer sahen schon furchtbar aus, aber ich habe mir eben wirklich noch erhofft, so, okay, wird das in irgendeiner Art und Weise ein unterhaltsamer Film, und für mich wurde es das eben nicht. Justice League, ein Film, der wirklich die Greenscreen-Party von dem Herren abliefert, wo man sich fragt, warum ist der 300 Millionen teuer gewesen, warum schafft man es nicht einfach irgendwie eine konsistente Handlung und Figuren aufzubauen, also wirklich von vorne bis hinten eine schwere, mittelgroße Katastrophe und gleichzeitig eben auch eine unfassbare Enttäuschung. Wenn George Clooney einen Film macht und das Drehbuch von den Coen-Brüdern stammt, dann geht man davon aus, dass man einen mindestens unterhaltsamen, okayen Film geliefert bekommt. So aber nicht bei Suburbicon, ein Film, der zwar ganz nette Ideen hat, aber sich überhaupt nicht entscheiden kann, welche dieser Geschichten oder welche dieser Ideen er jetzt eigentlich dann konsequent verfolgt. Ein Film, der an seinem Potenzial selber scheitert und der sich selber irgendwie Ideen setzt, die er nicht einhalten kann. Dementsprechend ist Suburbicon auch für mich einer der absoluten Enttäuschungen des Jahres 2017. Verrückterweise habe ich auch einen Film dabei, der sehr viele Oscar-Nominierungen bekommen hat, bei denen ich damals schon da stand und dachte, Moment mal, das war doch irgendwie ein sehr durchschnittlicher Film. Was wird der da jetzt so abgefeiert? Die Rede ist bei mir von Lion, ein Film, der solide gespielt ist, schön gefilmt wurde, aber irgendwie Oscar-Bait vom Allerfeinsten hat und immer wieder so den Orchestergraben nach vorne stellt und sagt so, jetzt müsst ihr alle weinen, ist das nicht dramatisch? Fühlt ihr nicht diese Emotionen? Nein, Mann, ich habe sie nicht gefühlt. Ich fand das alles eher sehr, sehr mittelmäßig und hatte mich auf diesen Film aber
darüber gefreut, weil man eben auch schon mitbekommen hatte, so boah, ne, Preisverleihungsfilm, der könnte auf jeden Fall irgendwie abgehen. Ich finde die Geschichte eigentlich ganz spannend zu sehen, so ey, da suchte einer seine Herkunft, seine Heimat, aber der Film hat mich einfach wirklich gar nicht vom Hocker gerissen und mich insgesamt sehr enttäuscht im Kinosaal zurückgelassen. Enttäuscht war ich auch bei King Arthur. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht abgeneigt von Filmen von Guy Ritchie, aber hier wollte man einfach zu viel, zu cool, zu speziell, aber eben nicht speziell im Sinne von, hey, das habe ich so noch gar nicht gesehen, sondern einfach wirklich so mit Karacho, hey, wir sind so anders, wir machen das jetzt alles so super lässig und super cool. Ja, alle Figuren sind super cool, wenn jede Figur aber wirklich auch cool ist, im Sinne von sehr kühl, sehr unnahbar und letztendlich einfach nur ein Abziehbild, dann brauche ich so einen Film letztlich nicht. Auch die Effekte waren jetzt eher geht so, aber das war jetzt für mich gar nicht so, dass das der springende Punkt, nicht das, der springende Punkt, sondern einfach ganz viele Figuren, die mir allesamt egal waren. Und ja, es soll ein Unterhaltungsfilm sein, aber das heißt eben nicht, dass mir jede Figur einfach so am Arsch vorbeigeht wie bei King Arthur. Das Grundkonzept von Passengers fand ich mega geil und auch extrem spannend und auch gerade so die ersten Schritte im Film sehr konsequent. Ein Film, bei der aus meiner Sicht einfach falsch rum erzählt worden ist und vor allen Dingen einfach völlig inkonsequent dahin plätschert, der, obwohl er eben tolle Schauspieler hat und vor allen Dingen einen wahnsinnig geilen Look, tolle Ausstattung, sieht sehr gut aus. Ein Film, bei dem ich dann nachher im Kino saß und wirklich nur dachte, so, das ist jetzt doch nicht wirklich euer Ernst im Gesamten. Doch, leider war es deren Ernst und entsprechend ist er hier eben auch dabei. Und ein Film, der es beinahe noch zu den Flops geschafft hätte, ganz knapp gescheitert, ist Schneemann. Ein Film, der auf den Roman von Joe Nesbo basiert, die ja grundsätzlich sehr spannend sind und ich liebe es, Thriller im Kino zu sehen. Ich sage es, glaube ich, bei jeder Möglichkeit immer, es gibt so wenig Thriller auf dieser Welt. Ja, aber solche wie Schneemann brauchen wir eben auch nicht. Ein Film, der komplett zerschnitten ist, der es überhaupt nicht schafft, eine Spannung aufzubauen und so viele Löcher im Drehbuch hat, dass man sagen muss, so ja, Michael Fassbender spielt das zwar irgendwie ganz gut oder Michael Fassbender, ist eigentlich egal, wie man ihn jetzt nennt, ob auf Deutsch oder auf Englisch, spielt das irgendwie ganz gut, ist aber natürlich jetzt als Alki gar nicht so glaubhaft, weil er immer noch extrem irgendwie stabil rumläuft, aber das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, sondern schlimm ist, dass ein Thriller nicht spannend ist, sondern eben nur diese Lücken hat und man ganz oft da sitzt und sagt so, hä, warum bist du denn jetzt schon so weit, das Zwischenstück fehlt, irgendwie habe ich gepennt, nein, ich war wach, das war echt bitter und sehr, sehr schade. Auf den Film hatte ich mich insgesamt gefreut. Das waren jetzt meine 10 Enttäuschungen. Gibt es Filme, die euch enttäuscht haben? Dann schreibt das bitte in die Kommentare, ob das nur einer ist, 5 oder 135. Lasst darüber ein bisschen diskutieren, freue ich mich sehr drüber. Ich zeige euch aber auch, dass ich überrascht wurde in diesem Jahr. Ich habe nämlich auch ein Video gemacht, die 10 größten Überraschungen des Jahres, verlinke ich euch. Genauso wie auch meine großen Flops des Jahres, verlinke ich euch ebenfalls hier. Schaut da rein, dann sehen wir uns bald wieder hier in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.